Yo Leute, wir seien's wieder, die Keks von VF Reinigungstechnik, heute im Maleranzug. Wir gehen jetzt mal ans Thema Sandstrahlen und jetzt geht das los. Du! Naja, das wird ja durch Bieter gemacht. Alter, komm mir doch nicht so nah. Naja, ich schau mal. Komm. Du stehst eh immer nur im Bild rum. Ich will, deswegen gehe ich auch. Wo sind die Eimer? Das finde ich nicht, ist doch egal. Komm, wir können das auch nochmal starten. Mann! Schon das zweite Mal, perfekt. So, wir wollen ein bisschen rumspielen. Und wir haben richtig investiert in eine Butschi-Mülltonne. Wo kommt denn das Graffiti her? Cool, ne? Hat so gut gemacht. Wir haben hier eine Graffiti-Künstlerin bei uns, das haben wir noch gar nicht gewusst. Peace, Laura. Ja, wir wollen einfach ein bisschen rumspielen. Wir haben hier zwei Systeme, die vom Grundaufbau sehr gleich sind. Hier unterscheiden sich nur die Düsen. Das Helix-System, das habt ihr im letzten Video gesehen. Und dann haben wir das 9er 9ERF2 Dual. Das heißt, ich kann hier nass und trocken strahlen. Wir werden jetzt in dem 9er Bicarbonat strahlen, weil ich da Bicarbonat nass strahlen kann. Und in dem werden wir gleich ein bisschen Euro 5, dieses Mesh 120 strahlen. Und gucken mal, ob wir uns hier irgendwie am Klinker austoben können. Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengesammelt. Tom filmt das Ganze. Hier ist unser Systemaufbau nochmal. Wir strahlen jetzt das erste Mal mit dem mobilen Kompressor. Der liefert 900 Liter bei ca. 8 bis 9 Bar. Und dem 9er Kältetrockner. Also ist das optimale Setup. Also nicht überdimensioniert, sondern perfekt ausreichend, um diese beiden Systeme mit Luft zu beschicken, mit trockener Luft zu beschicken. Aber nicht beide auf einmal. Hä? Nein, nicht beide auf einmal, nur eins. Ey, obwohl, man kann das 9er auch auf Mindestbedarf, sagt man 450 Liter, aber das hängt natürlich von meinem Strahlaufwand ab. Also wenn ich da vorne nur ein Bar abnehme und ganz wenig Strahlgut, dann kann ich auch zwei Systeme damit beschicken. Wenn ich jetzt aber eine Klinkerfassade in ein Familienhaus damit reinigen möchte, reicht mir das nicht. Das, was man da hört, ist der Kältetrockner, der lässt intervallweise die Feuchtigkeit ab. Das wird gleich laut. Tom filmt das, er will auch selber ein bisschen rumspielen und probieren. Ja, und ihr könnt euch einfach mal inspirieren lassen, was man damit so machen kann. Ich lasse mich auch selbst überraschen, weil wir haben schon Erfahrung, aber was kann das Helix besser als das andere? Und was ist so? Hoffentlich kriegen wir die Mülltonne wieder sauber. Wir müssen jetzt erstmal unsere Systeme vorbereiten. Die sind beide leer, die Kessel. Es hat den Hintergrund, dass wenn die im Lager stehen, kann schon mal passieren, dass die Strahlgüter Feuchtigkeit ziehen. Deswegen macht man die immer leer und wenn die Feuchtigkeit ziehen, die Strahlmittel, dann kann das darin ganz schön hart werden und wie Beton eigentlich. Ne? Daher kommt unser Strahlgut auch immer in Eimern, hat auch den einzigen Hintergrund, dass die relativ luftdicht verschlossen sind und das Strahlgut immer schön trocken und fließfähig bleibt, damit ich das so schön einstellen kann. Das ist jetzt hier Granatsand Mesh 120, also das Euro 5, damit mache ich sehr viele Reinigungsaufgaben. Und damit wollen wir jetzt das Helix bestücken. Wir kippen da nicht alles rein, sondern nur, was wir jetzt für unseren kleinen Spieltrieb brauchen hier. So. Ja, wir können ja noch nachfüllen. Ich denke, warum ist das unterschiedlich farbig? Das ist unterschiedlich grob. Das hat eine Körnung von bis. Und die kleinen Partikeln sind nicht so rot. Okay. Ja, andererseits. Kann das auch, ich erzähle das jetzt einfach so. Es kann aber auch ein Sandstein, hat verschiedene Farben, dass es einfach damit zusammenhängt, dass der Stein nicht homogen rot ist. So, den Deckel machen wir wieder drauf, falls es regnet. Es regnet wirklich jetzt, ne? Ich habe noch nichts gemerkt. Den Deckel drauf. Jetzt füllen wir den anderen, das Bicarbonat ein. Das Bicarbonat, das ist ein verkapseltes Salz. Das ist so in diesem Zustand nicht wasserlöslich. Also wenn ich das in ein Glas Wasser schmeiße, dann schwimmt das oben. Erst wenn das aufprallt auf die Oberfläche, gebrochen wird und in dem Augenblick ist es dann wasserlöslich.
Bicarbonat wird gerne genommen. Ja, also Leute, die im Bereich Kfz sind, Motoren reinigen, Industriereinigung, alle Reinigungsarbeiten, wo es darum geht, die Oberfläche nicht zu verändern, aber trotzdem einen Abtrag zu haben. Das ist vom Strahlgut her das, was dem Eisstrahlen, Trockeneisstrahlen am nächsten kommt. Das ist auch das einzige Strahlmittel, was zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeitung Betrieben zugelassen ist. Also gibt nichts anderes außer Trockeneis jetzt und dieses Bicarbonat nennt sich das. So. Wer sich dafür interessiert, was man alles mit Bicarbonat machen kann, der kann mal bei YouTube Soda Blasting eingeben. Oder auch Bicarbonat, da findet man ein paar Videos zu. Das ist wirklich hochinteressant. Gerade für die Leute, die sich mehr mit Reinigungsaufgaben beschäftigen, als jetzt mit Strahlarbeiten im Sinne von Entlacken, Entrosten, im Bereich Marina, Boote, Anti-Fouling und solche Geschichten. Das ist mehr so Sandstrahlen, da kann man so Sandblasting mal eingeben, aber das kennt ihr wahrscheinlich. Nur das Bicarbonat, da findet ihr viele Einträge bei YouTube unter Soda Blasting. So, das machen wir auch zu. Ja, ich fange mal mit dem Graffiti an, weil Bicarbonat staubt, also ich muss jetzt einmal die Maschine einstellen, das wird gleich laut, deswegen sage ich euch das vorab, weil das staubt, setzen wir dem ganzen Wasser zu. Die Einstellung, die mache ich jetzt erstmal ohne Wasser, die mache ich trocken. Und wenn die Einstellung meines Erachtens nach passt, kommt Wasser dazu und dann gehe ich ans Graffiti ran. Zu stark eingestellt. Aber man hat jetzt kein gutes Vorher-Nachher-Foto gesehen. Nee. We'll be right back.
So, wir haben genug rumgespielt für heute. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick kriegen. Das ist natürlich, ja, unendlich viele Möglichkeiten, Anwendungsfälle. Wir haben kurz Holz gestrahlt, ich habe kurz entrostet, entlackt. Wir haben das Graffiti weggemacht, ich habe es kurz auf den Klinker gezeigt. Ja, wir haben ja eigentlich ganz gute Testbedingungen. Wir würden das mal so für euch aufbauen. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das selber hier ausprobieren. Packen wir euch in ordentliche Schutzkleidung rein, kriegt einen Helm auf. Und dann könnt ihr hier mal euch ein bisschen austoben. Ja, ansonsten war das für uns einfach nur mal so ein Machbarkeitsvideo. Ne? Bis dahin, bleibt sauber. Ciao.